Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Super Mario Bros. Wonder. Ich bin wieder da, Leute. Ich bin aus dem Urlaub Heilige. Es ist echt jetzt gefühlt ein Monat her, seit ich das jetzt mal aufgenommen habe. Ich bin heute erst heimgekommen, beziehungsweise gestern. Es ist jetzt schon nachts, kurz nach 0 Uhr. Ich will euch gar nicht so sehr nerven. Wir machen direkt weiter mit dem... Mit der dritten Welt, mit den Güldenfällen. Wir sind, glaube ich, schon relativ weit. Ich wollte mich eigentlich gerade nicht teleportieren. Das passiert mir immer wieder. Wir sind schon, wie gesagt, relativ weit. Und jetzt gehen wir in dieses Level hier. Abschlusstest. Nicht trödeln. Abschlusstest. Keine Ahnung, was die meinen. Auf jeden Fall geht's weiter. Ja. Ich war im Bayerischen Wald mit Kara im Urlaub. Von Samstag bis heute, bis Donnerstag. Wir haben sogar einen Tag länger gemacht. Ah, stimmt, das sind ja diese ganzen Tests, hat Meister Poppeln ja mit uns gemacht. Der hat ja immer durch die Level hindurch, hat er uns ja gedrillt quasi. Und nun zur letzten Prüfung. Erreichst du das versteckte wahre Ziel, so gilt sie als bestanden. Doch gib Acht, bei dieser Prüfung ist Vorsicht, oberstes Gebot. Fump. Okay, wir spielen mit Peach. Es ist jetzt, boah, was ist das, die 14. Folge, glaube ich. Ich muss erstmal wieder die Steuerung hier kurz klarkommen. Ja. Naja. Oh, soll ich jetzt eigentlich mit Steuerkreuz spielen oder nicht? Ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie falsch an. Naja, wir machen mal los hier. Keine Ahnung, was hier... Uiuiui. Oh, schwer. Oh, man kriegt da mal voll den Boost. Man kommt nicht wirklich zurück, okay. Oh, Digga. Alter, voll die Speedrun-Challenge. Puh. Oh, okay. Muss mich kurz konzentrieren. Auf jeden Fall, ich war im Bayerischen Wald von... Und da kommt die Wunderblume. Von Samstag auf Donnerstag mit Kara. Oh, jetzt sind wir wieder so ein Ding. Heilige. Was passiert denn hier schon wieder? Ich will da runter. Ich will da die Münze haben. Wie bekomme ich die? Muss ich kurz gucken. Vielleicht komme ich erst später hin. Das ist ja krass. Wir können einfach 90 Grad die Wand hochklettern. Okay, wild. Ganz, ganz wild. Warte mal ganz kurz. Ich habe eine Idee. Kann man da... wir probieren es mal. Ja, man kommt voran. Keine Ahnung, ob da hinten links was ist. Probier mal. Auf jeden Fall, die Folge nehme ich jetzt hier ganz auf den letzten Drücker quasi auf. Ich weiß nicht so recht. Also diese lila Münze da. Keine Ahnung, wie man die holen soll. Ich weiß es nicht, Bro. Ich weiß es wirklich nicht. Erstmal hier suchen. Ist hier irgendwas? Sterben wir jetzt? Ich weiß es nicht. Nee, aber wir... Ja. Oder doch. Okay, ganz strange Level irgendwie. Das machen wir direkt nochmal. Warte mal. Erstmal hier. Ja. Ich geh ab. Ja, geht so, ne? Okay. Ja, wilde Scheiß auf jeden Fall. Alter, dieses Power-Up, da muss man ja komplett durchziehen, Alter. Oh, ich kann schon wieder gar nicht reden, weil hier so viel abgeht, Alter. Krass. Auf jeden Fall, ich hab's schon ein bisschen vermisst auch. Mario Bros. Aufnehmen. Ja. Jetzt sollte aber wieder um 18 Uhr jeden Tag eine Folge kommen. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Ich habe ja nur bis Mittwoch vorproduziert. Deswegen kam gestern Abend keine. Am Donnerstag. Denn ursprünglich war ja auch nur bis Mittwoch geplant. Das war spontan, dass wir es verlängert haben. Ein Tag hat sich gelohnt. War sehr cool. Urlaub war sehr, sehr, sehr cool. Habe auch gefilmt, aber eher privat. Ich war ja schon mal da in Bodenmais. Also sogar genau in der gleichen Unterkunft. Eieiei. Alter, geht das ab. Kommen wir jetzt nochmal da zurück zu dieser lila Münze? Oh, fuck. No. Ich glaube nicht, wollte ich sagen. Sterbe ich jetzt? Hä? Okay. Das ist das Ziel, aber ich glaube, das ist nicht das Ziel, was er meinte, weil er hat gesagt... Ja, wir bekommen nichts. Nicht trödeln. Weil er hatte gesagt, erreiche das richtige Ziel. Ich glaube nicht, dass es das war. Das muss irgendwie oben weitergehen.
Oder? Die letzte Prüfung ist noch nicht bestanden. Nur wer den wahren Ausgang findet, soll den Königssamen halten. Nimm diesen One-Up-Pilz. Okay? Okay, als Trostpreis ein One-Up. So, wir haben wieder so viele Münzen, Alter. Krank. Wir müssen die echt mal ausgeben. Dann kaufe ich einfach diese Aufsteller. Ist völlig egal. Hauptsache nicht rumliegen lassen, weil da bringt es ja auch gar nichts, die einzusammeln, die Münzen. Ich könnte natürlich unendlich One-Ups kaufen und so, aber das ist natürlich wack, also das machen wir nicht. Ich kaufe jetzt hier einfach noch ein paar Aufsteller. Ich denke, das ist das Sinnvollste. Ja. Ich hoffe, dass ich das jetzt hinkriege, dann ein bisschen vorproduzieren wieder. Dass dann wieder jeden Tag um 18 Uhr ganz normal das Let's Play weitergeht. Es macht sehr Spaß. Ich habe es, wie gesagt, ein bisschen vermisst. Gleichzeitig fühlt sich das aber irgendwie jedes Mal an. Also, man kommt so schnell raus. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, Alter. 5 Tage nicht aufnehmen und es fühlt sich an, als würde ich hier ein neues Let's Play starten. Okay. Ja, die Münzen gehen hier schon ganz gut weg, so. Okay, reicht's, damit wir auch jetzt weitermachen können. Wir gehen wieder hoch. Und gucken uns das Level nochmal an. Und versuchen am Ende oben zu bleiben. Das war nicht ganz perfekt, der Run. Ich glaube, das Level ist tatsächlich viel umfangreicher, als es aussieht. Aber ich glaube, das Ziel ist schon, so weit wie möglich oben zu bleiben. Denke ich. Oh, man muss da unten bleiben. Man darf nicht springen. Das ist schon... ja, eine andere Art von Level auf jeden Fall. 3 Sterne würde ich jetzt nicht sagen bisher. Was, warum habe ich... naja gut, vielleicht brauchen wir die gar nicht. Wobei, nee, stimmt, wir brauchen die ja gar nicht, den Wundersamen. Wir haben ja... also die Wunderblume. Wir haben den Wundersamen ja eingesammelt. Ah, und so geht's. Ach, tatsächlich. Dann kann man diese lila Münze wohl... ah, und da ist auch die Halsflagge. Innerhalb der Wunderblume kann man diese gar nicht einsammeln anscheinend. Und da ist die letzte. Sehr schön. Das war relativ easy, die Wunderblumen. Boah, Alter, die Pilze sind ja sau schwer zu bekommen. What the fuck? What the? Ha? Alter. Digga, was war das denn? Das war schwer. Digga, da kam ich ja gar nicht klar gerade. Halb befordert. Ja, ja, nein. Warum habe ich jetzt da keinen Push bekommen wieder? Warum? Ja, jetzt sind die Wolken weg. Ja, super. Naja. Aber das wird wohl das Ziel sein, was er meint. Denke ich mal. Und ich merke direkt schon, ich nehme wieder auf und die Rippen fangen wieder ein bisschen an weh zu tun. Keine Ahnung, warum das immer passiert bei Switch Let's Plays. Ich lehne mich mal ein bisschen zurück in Hoffnung, dass es ein bisschen angenehmer wird. Und ja. Die letzte Prüfung ist noch nicht bestanden. Oh. Ah, okay. Das kommt jetzt ein bisschen unerwartet. Kann man vielleicht über das Ziel weiter, also kann man über das Ziel hinausspringen oder ist es doch nochmal anders? Ich glaube, ich versuche jetzt mal die Wunderblume mitzunehmen nochmal. Weil, wo wir das letzte Mal unfreiwillig gestorben sind, glaube ich, würde es noch weitergehen als, oh, ich schaff's nie. Als diesen Gegner. Hier war das ja, glaube ich, noch nicht. Das kommt jetzt erst dann, oder? Ah, da kommt das. Okay. Ich spiele jetzt einfach mal so weit es geht mit diesem Teil hier. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich denke schon, dass es hat mit der Wunderblume zu tun. Oh, die FPS sind teilweise hier nicht ganz stabil. Hä? Ernsthaft? Ey, Digga, nee. Nee, da bringe ich mich um, Alter. Neu starten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... verliere ich ein Leben, wenn ich neu starte? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ja gut, es war jetzt ein bisschen cheaten, aber ist okay. Ja, da darf man nicht runterfallen. Da muss man wirklich sehr, sehr hohe Sprünge machen. Jedes Mal.
Jedes Mal springe ich danach, Alter, weil ich denke, ich kann es im Springen einsammeln. Nein, nein. So leicht ist das nicht. Eieiei. So. Wenn es hier noch mehr solche Fails gibt, dann werde ich es auf jeden Fall auch schneiden. Das werden wir spontan gucken. Ich werde es noch einmal hier so drin lassen. Ansonsten schneide ich euch dann die Stellen, wo wir, ja, das letzte Mal halt gestorben sind entsprechend. So, jetzt kommt hier dieser sehr hohe. Ja, der geht noch. Okay. Man muss halt echt immer den Sprungknopf durchdrücken. Man muss gedrückt halten. Oh. Oh. War das das, wo wir gestorben sind? Ich weiß gerade nicht mehr. Ich weiß nicht. Also hier oben waren wir auf jeden Fall noch nicht. Oh. Ja, 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 das ist das Richtige. Okay. Ja, so hoch kommen wir, glaube ich, wirklich nur mit Wunderblume. Ja. Okay. Komisch, dass mir jetzt nicht der Meister-Poplin das gibt. Jetzt kriege ich einfach den Wunder, den Königssamen oder was? Oh yay! Mach die Kamera ein bisschen runter. Ja. Hat nicht so viel gebracht, glaube ich. Ja, scheiß drauf. So, warte mal, ich tue die Cam doch wieder ein bisschen so. Herzlichen Glückwunsch. Du hast alle Wundersamen an den Güldenfällen gefunden. Nice, zur Belohnung erhältst du 100 Blumenmünzen. Gott sei Dank haben wir gerade klar gemacht. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn man jetzt voll hätte. Könnte man die dann später abholen? Ich weiß nicht. Königssamen Villa, und die kriegen wir jetzt wirklich einfach so? Diesen Königssamen? Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht ganz. Du hast dich den Prüfungen der Güldenfälle gestellt. Ich bin sehr stolz auf dich. Nun ist auch der letzte Test bestanden und ich erkläre deine Prüfung hiermit für beendet. Geschafft, das bedeutet... Oh ja, der Königssamen soll dir gehören. Es gibt nichts, dass ich dich noch lehren könnte, Prinz Florian. Wenn ich es recht bedenke, habe ich dich sowieso nicht viel gelehrt. Haha. Bravo! Als ob. Jetzt wirklich? Kein Plot-Twist? Na gut. Tatsächlich kein Boss. Das habe ich erst nicht ganz geglaubt, aber tatsächlich kein Boss. Und so meisterten Peach und der Prinz mutig alle Herausforderungen. Ihre Reise durch das Blumenkönigreich ist jedoch noch längst nicht vorbei. Das stimmt. War diese letzte Prüfung nur die erste von vielen, werden sie auch die restlichen Königssamen finden. Safe call. Dauert nur ein bisschen. Wowie, sowie! Dritte Welt ist hiermit abgeschlossen. Oh, das ist halt ein bisschen nervig, dieses Ich glaube an dich immer nach diesen Häusern so. Das kommt so falsch, irgendwie so random und... Ja. Das sieht aber so aus, als würde da links auch noch was erscheinen. Lass uns mit einer Propellerblüte zu den Blüteninseln zurückfliegen. Hier glänzt alles so schön, aber lass dich davon nicht ablenken und halte dich gut fest. Ich wollte noch kurz... Ja, gut. Aber da muss doch noch was erscheinen, oder? Auf der anderen Seite. Wie auch immer, wir gehen jetzt erstmal hier hin und da sehen wir schon die nächste Welt. Vermutlich wird das die drunter sein. Jawohl, da gehen wir erstmal, verjagen wir erstmal die eine Piranha-Wolke. Dann haben wir damit im Prinzip die Hälfte geschafft. Von den Hauptwelten, von der Hauptstory. Hey, ihr Nervensägen. Hört auf damit, meine armen wehrlosen Piranha-Wolken anzugreifen. Jetzt bin ich mächtig sauer, aber denkt nicht, dass ich mich schon geschlagen gebe. Was passiert jetzt? Zwischenboss? Was macht ihr? Meine Vorbereitungen für das große, nein, das riesige Wunder habe ich nicht unterbrochen. Stimmt, da kommt noch was. Da passiert noch irgendwas Krasses. Davon war ja auch mal die Rede, von einem großen Wunder. Und jetzt ein riesiges. Warum hört ihr nicht endlich damit auf, es mir verderben zu wollen? Und freut euch einfach drauf. Ich freue mich nicht drauf. Was passiert? Okay.
Ich weiß nicht, ob dieses große Wunder dann ganz am Ende. Ich weiß es nicht, was da passiert. Vielleicht werden ganzen Welten nochmal irgendwie anders oder so. Das klingt ziemlich übel. Was plant er nur? Wir müssen weiter Königssamen sammeln. Je eher wir alle haben, umso schneller reichen wir Bowser. Mal überlegen, uns fehlen noch genau 3 Königssamen. Einer sollte in der wolkenlosen Wüste. Das wird scheinbar. Nee, das ist nicht die nächste Welt, oder? Nee. Ein weiterer in der Fungimine. Und einer in den Magmatiefen. Okay, ist die Fungimine dann die nächste? Wenn du dir diese Gebiete noch einmal auf der Gesamtkarte ansehen möchtest, ja. Was meinst du, wohin sollten wir zuerst reisen? Die Entscheidung überlasse ich ganz dir. Okay. Das ist die wolkenlose Wüste, glaube ich. Das ist, oh geil, sehr geil. Das ist diese Magma-Ding. Aber irgendeine Mine hieß es noch. Ah, nee. Ach so, lol. Das war nicht die Wüste, das war nur die Stage, bevor die Welt kommt. Das nächste ist tatsächlich die wolkenlose Wüste. Dann kommt die Fungimine, dieses Liederzeug und die Magmatiefen natürlich. Jetzt macht das alles Sinn. Boah, die Map sieht schon echt cool aus. Freut mich. Wusstest du? Was wusste ich denn? Ja, wusste ich. Ich kann die Steuer erinnern, ich weiß. Na dann, gehen wir weiter runter. Ein nächstes Zwischenlevel. Höhle der Juwelenblöcke. Es ist tatsächlich von den Schmerzen ein bisschen besser, wenn ich mich zurücklehne. Auch wenn ich dann leider ein bisschen weiter weg von der Facecam bin. Ich hoffe trotzdem, dass es einigermaßen geht. So. Ich dachte kurz unter Wasser, aber nein. Oh, wie cool. Oh, die sehen echt geil aus. Ah, hier bräuchte ich den Hochsprung, oder? Ja, mit ein bisschen Anlauf. Kommt man da hoch. Oh, die Musik. Oh, ja. Okay, eine Art... wie hießen die Gegner? Oh mein Gott, neues Power-Up. Hä? Lol, was? Was? Ach, wir können uns im Boden verstecken? Oh mein Gott, nein. Wir können uns im Boden verstecken und wir müssen nicht mal hochspringen. Ich glaube, ja, wir können einfach nach unten drücken und wir sind im Boden. Und das geht auch an der Wand, oder wie? Alter, fuck. Okay, dieses Power-Up ergibt ja ganz neue Möglichkeiten. Das hat man, glaube ich, auch schon irgendwie so im Trailer mehr oder weniger gesehen. Boah, wie krass ist denn dieses Power-Up? Kann ich jetzt... Nee. Oh! Warte mal. Kann ich ihn jetzt hier irgendwie... Nee. Ich dachte, ich kann ihn jetzt irgendwie so besiegen. Oh. Nee, zu erzählen hast du, glaube ich, echt nichts. Alter, krass Power-Up. Warte mal. Aber diese Brocken da in der Wand sehen so aus, als könnte ich die irgendwie doch... Als könnte ich die zerschlagen, als könnte ich mich in die Wand bohren, aber wie? Nee, das geht nicht. Vielleicht können wir es doch und ich weiß noch nicht, wie. Ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall eine sehr krasse Fähigkeit. Boah, Alter. Kann man sich hier komplett durchcheaten? Es gibt kein Zeitlimit? Da ist auch schon die 10er-Münze. Ja, also das Power-Up, das... Ja. Nein! Das ist eine Kacke. Die Gegner sind ein bisschen strange. Ich glaube, man kann die tatsächlich nicht besiegen, oder? Ich wüsste zumindest nicht, wie. Ah, ich sehe es. Leute, seht ihr es auch? Ich muss mir jetzt... Ich richte mich mal wieder ein bisschen auf. Da unten kann man durch. So kommt man an die Münzen. Ich warte kurz, bis der Stachypanzer weg ist. Kommt er nochmal? Keine Ahnung. Hier, zack. Hier ist so eine kleine Rille. Da kann man durch. Das ist heftig. Ja, das ist ja mal mega. Und das ist auch sehr, sehr cool, dass man nach unten gedrückt halten kann und dann muss man nicht öfter auf diese Kristalldinger hier. Ihr wisst schon. Dann kann man das in einem Zug machen. Du bist frei, ja. Glückwunsch.
Normal musste ich ja ohne das Power-Up einmal, aber jetzt macht er alles auf einmal. Ist nicht immer von Vorteil, sage ich mal so, wie man gerade gesehen hat. Puh. Okay, da muss man sich auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen. Okay. Alter Vater, was ist das für ein Power-Up? Und was will er hier? Ja, seitlich kann ich aber ja nicht, ne? In die Wand. Oder? Ich weiß nicht ganz... Ah, hier. So kommen wir rein. Hier im Boden. Und dann hier... Ja, geil. Boah, das ist cool, Mann. Boah, das ist OP. Aber die Mucke ist so geil. Schönes Underground-Level. Mega. Ach, stimmt. Und wir haben es ja eigentlich am Kopf. Das heißt... Wenn wir springen, dann... Oh, wie cool. Machen wir das ja automatisch auch kaputt. Das macht Spaß. Und vor allem sieht das so cool aus. Diese... Boah, ist das nice. Kommen wir hier so... Können wir uns da nicht reinbohren? Was wollte ich sagen? Es sieht so cool aus, diese Kristalldinger. Optisch. Ach, komm. Mach das Ding kaputt. Ja, cool, Mann. Und wofür war jetzt diese Röhre? Wirklich nur fürs One-Up? Anscheinend ja. Ich habe jetzt voll Angst, irgendwelche Secrets zu verpassen mit dieser Fähigkeit. Uiuiui. Ja, man sollte rechtzeitig nach unten gehen, denn wenn wir nicht in den Boden eingesunken sind, dann stirbt man vermutlich. Genau, das sollte zum Beispiel nicht passieren. Oh! Die Dinger sind echt schnell, da braucht man echt krasse Reflexe für. Jetzt habe ich leider keinen Bohrer mehr. Ein bisschen kacke jetzt. Ich hoffe, wir kriegen gleich nochmal einen. Die fliegen vor allem auch sehr schnell runter. Die erinnern mich an diese... Wie hießen die? Ihr wisst schon, diese Steine, die so umfallen. Aus Mario 64, wo man hinten drauf springen kann. Irgendwas mit Stomp irgendwie? Ah, ihr wisst schon. Aber dieser... Kann ich die wirklich nicht besiegen, diese Dinger? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, hä? Nee, ich glaube, man kann die wirklich nicht besiegen. Das ist cool. Zack. Wieder ganz, ganz krass. Wieder eine Mega-Neuerung. So blaue Blöcke. Optisch sehr, sehr schön. Und da ist auch eine Ranke. Danke. Krass. Und ich finde, es sieht optisch auch dieser Anzug. Gerade bei Peach jetzt hier. Finde ich, sieht sehr geil aus. Dieses Graue mit dem Pink. Mag ich. Ja, das hier ist jetzt nicht wirklich schwer. Das nehme ich mit. Zweite Lila Coin. Dann werden wir heute leider nicht mehr viel schaffen, außer jetzt noch dieses Level hier, weil... Ja, das Hauptding war die Challenge und das Level war ja nicht ganz einfach. Mussten wir ein paar Mal rein. Hier ist Wundersam. Ich hole ihn mir gleich. Und mal sehen, was jetzt passiert. Ja, alles klar, Bro. Sehr fair. Oh Gott. Gib mir das Power-Up. Hallo. Danke. Lass mich durch. Ah, okay, bei den Steinen müssen wir aber warten. Aber wir können uns da drin verstecken. Das ist ganz gut. Auf den Kristalldingern können wir uns natürlich nicht verstecken. Oh, da ist noch ein Power-Up. Das bräuchte ich. Wo ist es? Ich weiß nicht, wo es ist. Kann er das bitte stampfen? Zack. Digga, einfach so ein Riesending. Okay. Cool. Oh, wir haben schon wieder fast volle lila Münzen. Toll gemacht, dankeschön. Wir haben schon wieder 997. Wie geil ist dieses Power-Up, Alter. Das ist so cool. Oh, da oben sehe ich auch schon, da ist eine...
eine Mulde. Diesmal aber oben. Das ist die letzte. Lila Coin. Wie zerstören wir das hier? Ich weiß nicht. Kommen wir da noch hoch? Alter, Vater. Ah, so kommen wir da hoch. Was ist da? Ist da ein Secret Exit? Vielleicht einfach nur ein One-Up. Lila Münzen. Ja, gut. Schade. Hätte auch ein Secret Exit sein können, finde ich. So allein vom Niveau des Verstecks. Muss man erstmal drauf kommen. Ah, ich verstehe, glaube ich. Jetzt habe ich das Power verloren. Man kann ja, wir haben ja diesen Helm. Wir müssen jetzt gar nicht mehr wegspringen von den Stachis, die runterfallen, weil wenn die uns auf den Kopf fliegen, dann zerschellen die. Das wollte ich gerade ausprobieren. Hat nicht ganz geklappt, wie ich wollte. Ja, jetzt ist die Folge leider schon, ein bisschen zu lang für noch ein Level. Wenn noch was Kleines erscheint, dann machen wir das noch, würde ich sagen. Weiter geht's. Das ist jetzt hier die Stage vor der Wüste. Die Wüste ruft. Hier können wir nochmal gucken. Die Blüteninseln liegen in der Mitte des Blumenkönigreichs. Die anderen Gebiete umgeben sie auf allen Seiten. Gehst du von hier aus nach Osten, erreichst du die wolkenlose Wüste. Gehst du nach Süden, gelangst du zur Fungi-Mine. Westlich davon liegen die Magmatiefen. Auf der Gesamtkarte, ja. Ja, gut. Hier gibt es noch den Shop. Den werde ich mir noch kurz angucken. Gibt es jetzt hier auch nochmal extra eine Wunderblüte? Ich glaube nicht, oder? Versorge dich hier mit allem, was man für eine Reise in die wolkenlose Wüste braucht und blühe auf, lieber Kunde. Ja, aber ich will doch zu... Ah, nee, wolkenlose Wüste, stimmt ja. Ich verwechsel das mit Wölkengebirge. Zu viele Wolken. Tatsächlich gibt es hier auch nochmal einen Wundersamen. Das kommt gelegen. Wir bestellen noch ein paar... Wir kaufen noch ein paar Aufsteller. Ja, ich könnte jetzt noch einfach ein paar lila Münzen suchen und nachholen vielleicht. Oder eine Fahnenstange machen. Aber man muss das nicht krampfen in die Länge ziehen. Ich werde jetzt auch das erstmal bei, also diese Aufnahmesession bei einer Folge belassen, zum Reinkommen. Und werde dann halt gucken, dass ich den nächsten Tag auf jeden Fall wieder aufnehme. Diese Folge muss jetzt hier am Freitagabend kommen. Und dann hoffen wir einfach, dass es jetzt ganz normal wieder weitergeht. Das wird schon. Ich komme wieder rein. Wie gesagt, es ist wahnsinnig, was ein paar Tage ausmachen. Komm gerne jederzeit wieder. Okay, wir machen schon mal hier die Welt, das Tor auf. Wir schalten das schon mal frei. Ja, eigentlich können wir auch schon reingehen, oder? Komm, wir gehen schon rein. Wir schauen es uns kurz an. Erstes Level machen wir noch nicht, aber wir schauen uns kurz an, wie sie aussieht. Wie die Overworld Map aussieht und so, die Sequenz. Da ist auch endlich wieder Bowser Jr. Diese wolkenlose Wüste ist trocken und wüstig. Ich brauche das ganze Wasser unbedingt für mich selbst. Soll die anderen doch Durst haben, aber ich jedenfalls nicht. Boah. Ganz gefährliches Mindset. Ist wie so eine Festung. Das ist cool. Und schaut mal, das neue Gegner. Diese Gürteltiere. Oh, die ist jetzt richtig 3D, die Overworld Map. Das ist also die wolkenlose Wüste. Weißes Sand, soweit das Auge blickt. Die Dünen strahlen in der Sonne. Ein Palast hier sollte seinen weiteren Königssamen geben. Ey, die Welt sieht auch groß aus, aber wie? Boah. Puh, hier ist es ganz schön heiß, aber wir müssen weitermachen. Drücke L, wenn du die Karte sehen möchtest. Feiere ich sehr, wie hier die Overworld Map beginnt. Ja gut, das Poplin House, das machen wir noch. Das ist quasi immer so das Intro. Und dann sind wir da. Oder, hä? Oder wird das tatsächlich ein Level? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist jetzt nur... Um sich zu gewöhnen an den Sand. Alter, kommt man da nicht hoch. Boah, im Hintergrund erstmal diese Rauchschleier cool. Den Halo-Ring um die Sonne auch cool. Aber vor allem diese Wüstenberge mit diesem Effekt von der Hitze, dieses, wenn es so verschwimmt. Das kennt ihr vielleicht, wenn es ganz heiß ist. Das ist sehr cool. Oh, ein Krug. Ich wurde jetzt reingesogen. Ich wollte ihn eigentlich zerdeppern am Boden, aber okay. Hallo. Ah, ich bin ja so durstig. Wo ist denn das ganze Wasser? Oh, Prinz Florian, ich kann dir nicht mal ein Glas Wasser anbieten. Dieser Wüstling hat sich hier in der wolkenlosen Wüste breit gemacht und fast jeden Tropfen Wasser gestohlen. Bitte, du musst uns helfen.
Bitte bring uns das Wasser zurück und wenn er dir nützlich sein kann, nimm diesen Wundersamen. Okay, die Wundersamen der Welt. Welche üble Lage? Sind gelb. Schnell, wir müssen zum Palast und das in Ordnung bringen, bevor alle Poplins in der Wüste verwelken. Das dürfen wir nicht zulassen. Coole Farbe, passt natürlich zur Wüste, ja, wie die Sonne. Gold, gelb. Bisschen orange, aber eher so, eher gelb. Erinnert mich auch ein bisschen an die Farbe vom Boden. Passt sehr zu der Welt. Und da sind wir auf der Overworld Map. Die schauen wir uns aber dann erst im nächsten Part richtig an. Die scheinen tatsächlich größer zu sein als die anderen. Also mehr Open World, so wie das aussieht. Ja, dann lasse ich es erstmal bei der Folge hier so stehen. Es geht weiter, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.